Verrückter kleiner Kerl, hier ist doch der nächste Teil unseres kleinen Resident Evil 2 Remake Let's Plays mit Claire, Redfield, Besenach, ja. Das bekanntlich ein bisschen schwieriger ist als der normale A-Szenario, den wir vorher mit Leon gespielt haben. Wir sind jetzt hier an einer krassen bösen Stelle, die euch sicherlich bekannt vorkommen dürfte. So wird es gemacht hier. Genau. Und jetzt können wir endlich Sherry retten. Freut ihr euch auch so wie ich? Das ist doch schön. Ja! Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich verstecke mich mal hier in die Ecke. Leute, das gibt's doch nicht. Ihr könnt doch nicht so ein Blödsinn hier machen. Ich wollte gerade hier durch. Und dann macht ihr sowas hier. Claire, was sagst du denn dazu? Bist du auch erschreckt? Weiß auch nicht, was du sagen sollst dazu, oder? Oh Mann. Wo sind wir hier reingeraten, Leute? Gott verdammt, Leute. Das ist ja wie auf Arbeit hier, ey. Da kommt jetzt der Chef oder wie? Nee, kommt jetzt William Birkin. Denn wir dürfen nicht vergessen, dieses Wesen kann nicht sterben. Deswegen wird es allerhöchste Zeit, dass wir ihm endlich Einhalt gebieten. Hier ist ein wichtiger Schalter, den wir drücken sollten. Und jetzt müssen wir kämpfen, Freunde. Mit der aufgepowerten MG ist das auf jeden Fall klar, was hier zu machen ist. Pause nutzen wir, um ein bisschen Munition zu sammeln und William ein bisschen zu ärgern. Das hat weh getan, ne? Mal gibt es hier eine geklatscht hier, also. Frecher Fohl, du. Oh nein, der kommt wieder. Oh Scheiße. Schalter sollte ich doch nochmal drücken, bevor es hier ernst wird. Yeah. Ah, das wird knapp. Da ist aber einer auch wütend, oder? Gut, wir haben William aber auch ordentlich eingeheizt. Gibt es noch ein kleines Abschiedsgeschenk von uns? Und das passiert, wenn Machos nerven. Oh, das hat weh getan. Ja, 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 ja. Oh! Das war jetzt aber wirklich böse. Ja, Leute. Das passiert, wenn man sich mit Claire Redfield anlegt. Auf jeden Fall bin ich schon mal gespannt, wie es Sherry geht. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Guck mal, den müssen wir hier nämlich schnell betätigen. Nach Stress aus. Sherry,
Du schläfst oder was? Sherry, are you alright? Oh, die hat sich wehgetan. Ach Gott. What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Oh, ich dachte, die hat sich nur beim Spielen wehgetan. You're her mother. Get in here. Da ist was implantiert worden. Gottes Willen. Jetzt fällt dir das erst ein, oder wie? Wir machen das schon. Die denkt jetzt, dass wir ihre Mutter sind. Krass. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Na ja, das sehen wir. Goodbye. Tja, so leicht kann das gehen. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Das ist auf jeden Fall nett. Also Claire, sie ist mega nett, dass sie der armen Frau hier hilft. So, müssen wir jetzt nächstes lang? Was ist denn der richtige Weg? Ach, das war die Tür. Genau, wir müssen hier weiter. Genau. Wir haben ja gesehen. Genau, die Standseilbahn. Was ist denn mit der Seilbahn? Ah, machen wir schon. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Da ist nämlich die Standseilbahn. Das ist ganz praktisch, dass die gerade hier ist. We're almost there, Sherry. We're almost there. Aber dann geht's ja noch weiter. Liebe Claire, das hast du wohl schon vergessen. Aber das Let's Play wird Claire daran erinnern, dass der Wahnsinn noch nicht vorbei ist. Schon erstmal da auf dem gemütlichen Sitz hinlegen da. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Ob sie das schaffen wird? Okay. Guck mal, da geht's runter in die Hölle. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, wenn man einen faulen Joghurt isst, ne? Dann kommt sowas bei raus. Your jacket's so warm. Ich habe so eine Jacke auch schon mal gesehen. Ja, du bist schuld. Das sieht hübsch aus von der Grafik her. Es ist richtig toll strukturiert. So dieses Metallische. Ja, ihr solltet euch auf jeden Fall mehr Zeit für eure Kinder nehmen. Ach, Leute. Jetzt kommen wir gleich auf jeden Fall dem Grauen, dem Ursprung des Grauens näher. Jetzt sind wir nämlich im Nest angekommen.
Da ist es, Leute. Guckt euch dort an, wie das hier aussieht. Hier ist der Horror zu Hause. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. Wenn das Grauen eine Adresse hat, dann stehen wir jetzt quasi vor seiner Haustür. Hübsch, oder? So sieht ein moderner Arbeitsplatz aus. Guck mal. Da ist ein schönes Bett mit einer Uhr, die wir auch schon in Resident Evil 7, glaube ich, gesehen haben. Im Hintergrund. Das ist genau dasselbe Serienmodell aus Holland. Wir haben da so eine Serie mal in den 80ern gemacht. There's gotta be something here. Antiviral agent. That's it. That's gotta be it. Und wir wissen Bescheid. Einmal gucken und das reicht. Hey Sherry, I gotta go. You stay right here though, okay? I'll be back soon. I promise. Und ich verspreche dir, liebe Claire, dass wir das hier auch schaffen. Weil Claire ist ja praktisch auf uns angewiesen. Deswegen. Wichtig. Nest-Weiteralarm. Okay. Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich das antivirale Agent Devil zu verabreichen. Na, da würde ich gerne arbeiten. Devil ist die einzige Möglichkeit, die G-Mutation zu verhindern. Sollten Sie mit dem G-Virus infiziert sein, versuchen Sie umgehend medizinisches Personal auf, um die G-Zellen in Ihrem Körper zu isolieren und zu zerstören. Wir versprechen euch den Himmel auf Erden. Diese E-Mail wird bei einem Notfall automatisch erstellt. Da antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Also Gesprächigkeit nenne ich mal was anderes. Oh, die Karte! Cool! Geil! Ich liebe Karten. Ein bisschen Munition. Und dann sieht das doch schon mal ganz cool aus, was wir hier gemacht haben. Schlafraumprotokoll. Sehr interessant. Und hier haben wir auch noch eine Notiz über die ID-Armbänder. Diese Forschungseinrichtung verwendet die neueste Sicherheitstechnologie, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten und effiziente Geschäftspraktiken zu ermöglichen. Schnitt! Labor geht kaputt, Virus bricht aus. Um die Einrichtung zu betreten und zu verlassen, sowie zur Verwendung bestimmter Geräte, müssen die Angestellten ein ID-Armband tragen. Die sollen sich erst Devil geben und dann das ID-Armband. Also Freiheit nenne ich mal was anderes. Zugangsrechte werden in 3 Stufen vergeben. Besucher, Mitarbeiter, Führungspersonal. Die Authentifikation geschieht mit Hilfe eines elektronischen Chips im Inneren des Armbands. Die Zugangsrechte können geändert werden, indem ganz einfach ein anderer Chip eingelegt wird oder kleine Spione kommen und das Ding hacken. Besucherarmbänder können an Familienmitgliedern von Angestellten verteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie am Empfang. Okay, dann gucke ich mir das am Empfang gleich mal an. Und dann sollte das soweit erstmal alles klar gehen. Das legen wir erstmal rein. Wir haben hier nämlich noch andere Waffen, die wir jetzt als erstes benutzen. Vorher werde ich aber noch ein bisschen Platz machen. Weil ohne Platz ist es so, dass denn der Hund ja verrückt spielt. Ihr kennt das ja. 2 Schüsse haben wir hier. Und das Elektroschockgewehr. Genau, das Elektroschockgewehr ist jetzt erstmal als nächstes wichtig für uns. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass doch erstmal alles ganz cool aussieht. Genau, ich muss nämlich erst immer nachladen. Und dann gucken wir uns schon mal einen Bereich an des Labors, bevor wir dann eine kleine Pause anlegen und rüberschwenken zum finalen Teil der Serie. Hier ist nämlich immer eine Granate und ich stehe voll grau auf Granaten. Das war jetzt eben nicht für euch bestimmt. Sorry.
Hier gibt's noch die Nanokartuschen. Und hier ist jemand, den ich ehrlich gesagt gar nicht stören will. Ich lass dich mal alleine, dann kannst du allein weiter essen. Hi! Und wir gehen hier oben hoch. Denn hier oben gibt es einen Geheimgang in die Küche. Und das ist dann nämlich immer spannend, wenn man das mal von der anderen Seite aussieht, die Küche. Da haben wir einmal Schießpulver. Cool. Hm, okay. Messer sind auch immer gut. Damit kann man immer gut messern. Und schon ist die Munition, Alter. Mann, ey. Kleines, freches Arschlein. Meine Güte, ey. Oh, fuck. Hashtag bei Umbrella. Es kommen nur die Besten hin. So sieht das aus, wenn nur die Besten am Werk sind. Und schon haben wir ein neues Armband. Damit können wir viele neue Wege erforschen. Ich gucke aber erstmal nur, was es hier Schönes gibt. Ein Kondensator für das Elektroschockgerät. Das ist doch super. Guck mal, deswegen habe ich das Elektroschockgerät natürlich mitgenommen gerade eben. Und jetzt sieht das fast aus wie bei den Ghostbusters, oder? Richtig krass sieht das aus. Oss haben wir. Da wollte wohl jemand was über Geografie machen. Aber wir haben es durchschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir den Teufel freigelassen. Ah, Freunde. Es bleibt auf jeden Fall gefährlich. Haha, der Computer denkt, dass wir jetzt Dr. Lee sind. So ein Vollidiot. Oh, was haben wir denn da? Ach, guck mal. Hier ist der Signalmodulator. Schon von Anfang an findbar hier. Alpha und Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Der Frechling. Hier Ghost. Verstanden. Rendezvous am Punkt W3. Roger. Hier Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Wartet auf Zielperson. Im DLC ist es denn später zu sehen. Hier Alpha. Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger. Erwarten Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Und was ist, wenn er keinen Bock hat? Kann ja sein. Wir holen jetzt auf jeden Fall schon mal noch einen Bonus ab. Und zwar einen sehr, sehr guten Bonus. Wir haben doch gerade das seltsame kleine Gerät geholt. Zu oft schieße ich immer daneben. Das nervt immer ein bisschen. Da kommt jetzt nämlich gleich ein richtig schönes Geräusch. Hört mal. Ist das schön? Oh, ist das herrlich. Ah, jetzt ist der Ton schon leider vorbei, weil wir jetzt nämlich direkt schon das Rätsel gelöst haben. Ich könnte das den ganzen Tag hören. Ah, schaut mal, da gibt es nämlich eine richtig schöne Tasche. Die ist aus Nylon. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe. Wayne Lees Notiz. Mein Gott, Blut! Überall! Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind alle tot! Alle tot! Das waren diese Männer in Schwarz. USS, die Spezialeinheiten vom Hauptquartier. Aber warum ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Ich verstehe das eben nicht, ehrlich gesagt. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich? Kann ich an so einem Ort sterben? Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held.
Ein Genie, ein Gott! Ich werde nicht sterben, ich werde... Du wirst auf jeden Fall sterben. So, hier haben wir jetzt alles erledigt. Was wichtig ist, das ist das Coole an diesem Spielmodus, dass es hier insgesamt ein bisschen schneller geht als im A-Game mit diesem Gerät hier. Ja. So, speichern wir erstmal ab. Würde ich sagen, ist so eine gute Idee, oder? Und beim nächsten Mal werden wir dann hier aufräumen. Ja, da werden wir auf jeden Fall aufräumen. Weil sonst meckert die Mutti wieder. Also, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und lasst es euch gut gehen. Ciao. Und hier ist Patrick. Ich denke, wir sollten noch eine Runde spielen.